Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Far Cry Primal mit eurem Cap und ja, mit meinem neuen Partner hier oder Partnerin. Lass mal schauen, kann man das... Nein. Hallo? Ach, die duckt sich dann, wenn wir uns auch ducken. Das ist ja cool. Hey, super. Ja, Partner oder Partnerin, egal. Ein Löwe auf jeden Fall. Und ein sehr schöner dazu. Und sehr stark. Mächtig. Der Löwe ist ja der König der Tiere, sagt man. Und da bin ich auf jeden Fall ganz der Meinung, das ist er. So, jetzt müssen wir die Jägerin finden. Haben wir das irgendwie... Boah, es wird immer größer hier. Schaut euch das an. Die Map wird immer größer. Unbekannter Ort. Wölfe. Hier haben wir noch ein Leuchtfeuer. Das hatten wir aktiviert. Wo sollen wir denn jetzt die Jägerin finden? Die sind auch mal gut. Affen. Ja, Nashörner. Damit haben wir schon Bekanntschaft gemacht. Dachs. Höhle von Hazari. Höhle von Hazari. Da haben wir sie doch das erste Mal getroffen. Oder nicht? Jetzt gucke ich mal eben kurz. Wir sind hier. Dann machen wir doch direkt mal eine schnelle Reise nach dahin. Und dann können wir ja nochmal zu dieser Höhle gehen. Und die direkt erforschen. Und ich vermute einfach mal, dass sie da auch wieder sein wird. Und dann wird die ganz schön Augen machen, weil wir den Bären erlegt haben. Ja. Dann haben sie nichts mehr zu lachen. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich mag das nicht. Moment. Können wir nicht bis zum Morgengrauen? Ich mag das halt lieber, wenn das schön hell ist durch die Sonne und dann sieht man auch viel, viel mehr. Ist auch für euch besser. Wir haben doch hier einen Schlafplatz. Dann würde ich sagen, ruhen wir uns aus. Bis zur Morgendämmerung. Gute Nacht. Nacht, Nacht, Nacht. So, gut geschlafen. Und es ist schön hell, so mag ich's. Und jetzt, komm, wir rennen, machen mal so ein bisschen Jogging. Oh oh, hau ab. Leg dich nicht mit meinen Löwen an. Mit uns erst schon mal gar nicht. Ja komm, gehen wir mal hoch. Kommen wir direkt hier, ein bisschen Fleisch und so. Du solltest ihn eigentlich... Nee. Wie geil ist das denn? Das sieht ja mal richtig geil aus. Nun gut. Ein bisschen Höhlenlöwenfleisch. Hören Sie mal, als ob die Bauchschmerzen hätten. Wer hat denn hier geschossen? Okay.
Seid ihr auf der Jagd, Leute? Freunde, seid ihr auf die Jagd? Nein. Udams. Tschüss, in the face. Und... Der hat auch nichts mehr zu sagen. So. Ich hasse Udams. Und wo war der andere? Wo ist der? Da. So. Das war's mit euch. So, komm, ab zur Höhle. Ich will's wissen. Ist bestimmt wieder da. Läuft alles wie geschmiert. Ich kann mich echt nicht beklagen. Okay. Wir gehen aber erstmal zu der Jägerin. Winger, richtig. Wieder. Papa. Zurück. Du bist Winja. Das hatten wir doch schon. Du bist jung. Laut. Großfüßig wie Mammut. Wir folgen Bär seit zwei Sonnen. Du ihn verjagt. Déjà-vu. Zwei Sonnen für einen Bär. Ich finde Bär schnell. Zeige euch, wie man ihm folgt. Große Worte für Mammutfuß. Zeig uns, wie man Pferde folgt. Wenn du Bär findest. Geh leise. Aber ich habe ihn doch sogar erlegt. Hey, wieso? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich nix verstehe. Spüre den Bär auf. Halte, er ist gedrückt. Also sollen wir ihn gar nicht umbringen. Wahrscheinlich war das unser Fehler. Okay, Leute. Wir machen es im Schnelldurchlauf. Wir wissen jetzt, was abgeht. Das Nashorn werde ich diesmal nicht jagen. Höchstens die neue Bestie zähmen, wenn hier wieder eine ist. Nein, die Bestien lasse ich auch in Ruhe. Ich will das jetzt endlich hinter uns bringen. Achso, tun du uns gar nichts. Ich kann diese Bestie zähmen. Die haben alle Angst vor dem Löwen. Den Löwen will ich jetzt auch gar nicht abgeben, der ist so cool.
Habe ich jetzt... Bin ich falsch gelaufen? Müssen wir oben lang? Warte mal. Hier. Von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Wir müssen dann... Hier weiter. Genau. So, so. Ich habe das Gefühl, ich laufe gerade voll verkehrt. Oh, was ist los? Wir haben keine Schnitte gegen die Löwen. Was macht der? Gegen was denn? Gegen was kämpfst du? Gegen Bienen? Uah. Warum tust du dir das an? Die Bienen hättest du in Ruhe lassen sollen. Verdammt. Was haben wir denn hier? Oh, Nordblatt. Ich brauche neue Spuren. Okay. Achso, warte mal. Kann ich denn, wenn wir es jetzt schon gemacht haben, kann ich hier irgendwas nehmen? Ne. Schade. Okay, hier oben. Och, süß. Oh, was? Was? Geht's noch? Was für Agro-Viecher sind das bitte? Ey, die können doch niemals so viel aushalten. Was? La la la. Es ist so schön zu rollen auf der Wiese. Okay, wir müssen ihn heilen. Komm her, komm her, komm her. Du brauchst mehr. Du brauchst mehr. Großer Löwe braucht ganz, ganz viel Fleisch. So, komm mal her. Bisschen Streicheleinheit. Die Augen sind auch richtig cool. Okay, so. Nun geht's weiter. So. Laufen. Da. Hier sind noch Fußabdrücke. Aber... ich bin etwas irritiert. Weil so, wir müssen ja hier entlang dann. Er ist ja nach hier gegangen. Wir sind vollkommen falsch gelaufen. Glaube ich. Oder ich bin jetzt einfach nur verwirrt. Ja. Okay, also ich meine so. Ich meine, der kann ja nicht rück... Wäre ein bisschen komisch. Wir machen es einfach. Da hinten ist auch schon dieses Missionszeichen. Was war das? Okay. Er ist hier entlang. Doof, ja, das tut mir jetzt natürlich leid, dass wir schon wieder im Endeffekt das Gleiche machen. Aber wer soll denn ahnen? Wer soll denn ahnen? Was wir hier nicht erlegen dürfen. So, das war ja auch hier unten, glaube ich, ne? Hier unten war der doch. Hier sind wieder Fußabdrücke. Ja, richtig.
Ja, ich erinnere mich. Hier müssen wir her. So, da ist er her. Und da hinten. Einmal schnell schwimmen, bitte. Weiter. Affen. Da ist er schon. Nochmal die Starkkieferhöhle. Und eine Fähigkeit. So, was müssen wir jetzt mit ihm machen? Wenn ich umbringe, verfolge die Fährte der Bestie mit dem Jägerblick. Seltene Tiere hinterlassen ebenfalls eine Fährte. Wir haben eine Höhle entdeckt hier. Wahrscheinlich die Höhle von ihm. Ja, aber was? Erlege den Bären. Also haben wir es doch richtig gemacht. Jetzt sollen wir doch den Bären erledigen. Komisch. Oh! Boah, scheiße. Nein, 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 nein. Heilen. Oh nein. Ach, was ist denn das, ey? Vorhin haben wir den Bären erlegt und dann war es falsch, oder wie? Also ich, ne. Der kriegt jetzt direkt einen Feuerfall von mir. Feierabend. So geht das nicht. Also, das ist ja Verarschung. In unserem Wolf heilen. So, jetzt haben wir ihn erledigt. Ah, endlich.
Und das haben wir doch alles schon gemacht. Und jetzt findet die Jäger. Müssen wir die auch wieder so suchen. Ne, das war ja noch von den Bären, ne? Oder? Komm, wir gehen mal hier hin. Oder die Jäger, die er erledigt hat. Wahrscheinlich die in der Höhle. Ja, oh mein Gott. Und ich habe gedacht, die Jägerin. Gute Jagd, Mammutfuß. Wie ermüden Bestien für dich. So, du kannst gleich töten. Ha, ha, ha. Neue Winger-Spezialist. Ja, sie ist jetzt bei uns. Auf der Jagd. Abgeschlossen. Oh, wie süß. Guck mal. Oh, Mensch. Neue Dorfbewohner. Oh, komm mal her. Du hast super gekämpft. Bin total stolz auf dich. Ich weiß gar nicht. Gibt es noch was Besseres außer einen Löwen? So, was haben wir noch hier? Tolles in der Höhle. Holz. Okay. Kurz gucken. Fähigkeiten. Hier ist was aktiviert. Gegnermarkierung. Halte beim Zielen LT gedrückt, um Gegner zu markieren. Funktioniert bei Keulen, Bögen und Speeren. Die Markierungen sind permanent. Dein Eulenbegleiter kann ebenfalls Gegner markieren. Konnten wir das nicht schon vorher? Komisch. Okay. Mhm. So, dann haben wir jetzt... Wir haben immer mehr Leute. Gucken wir jetzt mal auf der Karte. Hier sind wir. Winger helfen. Aber hier sind wir doch. Okay. Und hier haben wir noch einen Punkt. Paiska Fluss Außenposten. Es gibt noch einiges zu erledigen. Ich würde sagen, in der nächsten Episode werden wir auf jeden Fall auch noch ein paar Winger helfen. Die haben wir dann auch in unserem Dorf. Und hier die Schnellreise. Diesen Flussaußenposten, den werden wir einnehmen. Ja, das sind doch schon mal gute Ideen, würde ich sagen, für die nächste Episode. Und hier haben wir schon den nächsten, Voga, der Handwerker. Und da werden wir uns auch dann zuwenden. Gut, aber alles Weitere, wie ihr wisst, in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Einschalten und freue mich natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Episode mit dabei seid. Euer Cap. Bis bald. Ciao, tschüss.